Errate den Dino anhand der Beschreibung und du kriegst ihn. Diese und andere Challenges muss Okami überwinden, um Ausrüstung zu gewinnen, mit der er mich am Ende bekämpfen kann. Nicht bewegen jetzt! Nicht bewegen jetzt! Ah, du kannst unter Wasser! Ich glaube, meine Chancen stehen doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wird er die Aufgaben meistern und zum A-Cure oder wird er dabei scheitern? Wie wäre es, wenn du für ihn die Daumen drückst? Also den Daumen nach oben drückt. Hello Rob Boss, so wie lange hast du keine Ark mehr gespielt? Halbes Jahr etwa? Dann bist du gut vorbereitet. Dich erwarten 4 Challenges. 5, wenn du eine kleine Bonusrunde kriegst, aber vielleicht. Bonus klingt immer gut. Die erste Challenge besteht aus einem Jump'n'Run. Jeder dieser platzierten Schränke stellt einen Checkpoint dar. Mit jedem erreichten Checkpoint erreicht Okami eine bessere Rüstungsstufe für den Kampf gegen mich. Hierfür hat Okami 5 Versuche. Also je nachdem, wie viele Schränke du erreichst, desto besser ist dann die Rüstung, die du kriegen wirst. Die erste ist halt natürlich halt die nächste. Aus dem Weg, ich mach das. Junge, es gibt einfach Windräder in Ark, das wusste ich gar nicht. Ja, das wird dir auch gleich im Weg stehen. Also, Marky, bist du ready? Ich bin bereit. Dann darfst du jetzt anfangen. Okay, ich laufe hier einfach außen an der Wand lang. Also, du darfst sozusagen nicht den Boden berühren, ne? Nein! Kann man nicht auf der Wand laufen? Nein, das geht nicht, du backst dich runter. Ich lass dich einmal kurz einen Try machen als Test. Okay. Okay, ja. Du bist jetzt in Run. Also wenn du jetzt runterfällst, verlierst du den ersten live. Junge, ich schaff's doch safe nicht da rechts lang. Aber links auch zu weit. Nee. Nein! Oh mein Gott! Oh, Maki-chan, ein Life gone. Ich werde doch hier komplett reinscheißen. Aber sobald du einmal drin bist, geht's dann. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ah! Ich war drauf. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich brauche keine Tipps. Das ist okay. Easy. Okay. Oder rutscht dann vielleicht runter. Ah, Mann, ich bin zu schnell. Okay, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Manche Sprünge sind nicht notwendig. So wie der hier. Tatsächlich. Ja, siehst du? Easy. Nein, das Ding war im Weg. Warte, du bist jetzt dreimal runtergefallen, ne? Ich glaube schon 4-mal. Okay, wirklich, wir machen 10 Lives. Du hast echt lange nicht mehr geplayt. Weißt du was? G-Rollibo! Oh. Oh, Maki? Willst du das wirklich tryen? Es gibt so einen viel einfacheren Jump als den. Nein! Junge, 6-mal, oh, Maki. Du hast recht. Oh mein Gott, das ist so... Das ist übel Pain gerade. Oh, nee. Okay, ich gebe dir den Tipp. Danach kannst du links auf diese Plattform draufjumpen. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es nicht ausprobieren. Du hast alles andere ausprobiert, außer das. Ja, außer das. Nein, oh Gott. Das ist eine Faserrüstung zumindest. Ja, ich habe eine Rüstung. Ach stimmt, das sind ja die Checkpoints. Warte mal, wie komme ich da jetzt rüber? Ah, ich weiß nicht, wie weit ich springen kann. Oh Gott, ich bin schon weg von der Plattform hier. Oh mein Gott, yes. Oh. Nein! Okay, Checkpoint. Bro. Okay, du hast noch 2 Lives, ne? Oh, der letzte Sprung. Ey, das kann's nicht sein. Komm, wenigstens Lederrüstung. Ja. Oh, okay. Lederrüstung hast du. Nein! Bro. Das ist dein letztes Live und ich genieße meinen Cappuccino hier. Mit einem Herzchen. Warte mal, wie soll ich da raufkommen? Okay, nevermind. War doch nicht so schwer. Da hinten ist der nächste Checkpoint. Nein! Der hat keinen Anlauf genommen! Goodbye, Omaki. Dann können wir dich zur nächsten Challenge rüberbringen. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich im Schlepptau teleportiert. Kann sein, dass ein Ark crashen könnte. Ich bin gerade unter Wasser. Ich sehe hier auch keine Stage. Das verunsichert mich. Du kriegst jetzt keine Stage. Du kriegst jetzt nämlich gleich einen Timer gestellt von 5 Minuten. Was muss ich machen? In diesen 5 Minuten muss Okami die versteckten Truhen auf dieser Insel finden. In jeder befinden sich wichtige Hilfsmittel. Somit steigt die Chance auf einen Sieg mit jeder gefundenen Kiste. Allerdings lasse ich nebenbei Titanoboas vom Himmel fallen. Ich gebe dir ein visuellen Startcall, dass die Zeit angefangen hat, ja? Du wirst das Startsignal schon erkennen. Okay. Okay. Warum lässt du eine Kobra auf mich fallen? Okay, dann suchen wir mal. Ich würde erstmal die Spitzen absuchen.
Oh, hier ist aber zu... Aha. Ah, nee, das ist ein Explorer-Node. Nein! Ich glaube, ich bin hier übel falsch. Ich glaube, ich hätte nicht hinkommen sollen. Never mind. PIN-Code 0000. Ui, Memo, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Ich habe auf jeden Fall noch ein paar mehr von diesen Schlangen da verteilt, ne? Oh mein Gott, ich hoffe, die kommen nicht zu mir. Und wie soll ich denn hier Kisten finden? Hier ist alles so dicht bewachsen. Sie sind nicht zu krass versteckt. Was ist, wenn man blind ist, so wie ich? Du solltest dann die finden, trotzdem. Ach komm schon, hier muss noch eine sein an der Klippe. Klippe! Enttäusch mich nicht! Mickey, du veräppelst mich, hier ist nichts. Nein, ich veräppel dich nicht. Oh, hier ist eine. Nevermind! Sonst ist er nie vorbeigelaufen. Okay, eine Fackel war da drin. Och nee, wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten, 5 Sekunden. Oh nein, 3 Minuten noch. Ich habe gerade mal 2 Kisten gefunden. Ich brauche deine Zeit nicht. Mann, ich finde hier doch niemals was. Brauchst du eine Hilfestellung von kalt warm? Ja, wäre cool. Bin ich sehr kalt gerade? Du gehst Richtung kälter. Ah, okay, umdrehen. Hier, maybe. Kiste, Kiste. Hier ist keine Kiste, als ob hier keine Kiste ist. Das ist doch fast 2 Minuten. Oh nein, komm, eine will ich noch finden. Laufe ich in Richtung heiß oder kalt? Du läufst in Richtung wärmer. Und drehst dann einfach um. Wo? Hey, du hattest bis jetzt noch gar keinen Schaden mit den Titanobohren. Nee. Hier ist ein Ei. Aber ich bin doch da, wo ich schon am Anfang war. Gehst jetzt wieder kälter. Nein, was ist denn das? Du verarschst mich doch. Nein, erst noch 1 Minute und 13 Sekunden. Ja, wow. Wird's jetzt wärmer? Wird's wärmer? Sag mir, ob es wärmer wird. Schnell. Ja, ja. Nicht mehr. Wo soll denn hier was sein? Und schon wieder kälter, kälter, kälter. Hä? Du sagst die ganze Zeit kälter. Wärmer. Oh. Oh, wow, okay. Ey! Okay, wie viel Zeit habe ich noch? 30 Sekunden. Okay, gib mir einen Tipp. Wird wärmer, aber bist noch kalt. 3, 2, 1. Nein! Oh, ich hätte noch zur anderen Ecke gehen können. Da war safe auch eine. Ah, hier, guck. Da ist tatsächlich eine. Darfst aber nicht rausnehmen. Das war die Bonusrunde. Ich habe die Bonusrunde gar nicht gefunden. Ach, dann hast du die Bonusrunde doch gar nicht. Nee, wie es aussieht, nicht. Schade. Du hättest in der Bonusrunde tatsächlich ein extra Life gewinnen können. Oh, das wäre cool gewesen. Naja. Wollen wir die Bonusrunde trotzdem einmal kurz machen? Du gewinnst die zwar nicht mehr, aber einfach, weil es lustig wäre. Okay. Die Bonusrunde wäre tatsächlich ein Bewerbungsgespräch gewesen. Oh nein. Aber... Okay. Aber ich sag dir überhaupt nicht, wofür du dich bewirbst. Da Okami die Note mit der Bonusrunde nicht in der gegebenen Zeit gefunden hat, bekam er die Belohnung zwar nicht, aber für euch, die gerade das Video schauen, führen wir dieses mysteriöse Bewerbungsgespräch trotzdem durch. Das hier ist übrigens der Beruf, für den sich Okami unwissend bewirbt. Hallo, ich bin der Herr Rob Boss und tatsächlich bin ich sehr begabt in kreativen Arbeiten. In erster Linie zeichne ich für mein Leben gerne, aber das ist vielleicht für diesen Job komplett irrelevant, aber ich liebe es einfach, Dinge mit meinen Mitmenschen zu teilen, was durchaus einer meiner weiteren Stärken ist. Auch mein Haufen teile ich mit ihnen. Also sind Sie gut im Umgang mit Menschen, sozusagen? Ich bin auf jeden Fall ein sehr kommunikativer Mensch. Okay. Meinen Sie, dass Kommunikation in diesem Unternehmen ein wichtiger Punkt ist? Auf jeden Fall. Ich meine, Kundenakquise ist doch überall wichtig, oder nicht? Wie würden Sie mit den typischen Klientel umgehen? Also, wir befinden uns ja auf einer Insel voller Nomaden. Also würde ich sagen... Wir brauchen erstmal einen Knüppel und, dann kommt Alkohol ins Spiel. Alkohol? Inwiefern kommt der Alkohol ins Spiel? Wenn die Knüppelmethode nicht funktioniert, um unsere Gegner zu erpressen, dann müssen wir sie halt mit dem Wahrheitsserum, weißt schon. Wer sind denn in dem Fall Ihre Gegner bei diesem Beruf? Also, da gibt's auch viele Unternehmen, die unser Business hier streitig machen wollen. Und da ist es natürlich besser, wenn man sich da lieber persönlich drum kümmert. Meinen Sie, dass das dann unser Unternehmen steigert, wenn wir... Auf jeden Fall. Eine Monopolstellung hat doch noch nie geschadet. In dem Fall mache ich mal kurz Stopp und löse es auf. Okay. Du hättest den Job definitiv nicht bekommen und nicht das extra. Der Job wäre für Bestatter. Oh.
Du willst einfach die Konkurrenz umbringen, damit du alle hast. Und dann bestattest du einfach die auch. Aber umso besser. So, das ist doch die beste Form der Kundenakquise, oder nicht? Oh mein Gott! Ich habe gerade eine richtig fette Spinne über meinem PC. Oh nein, das ist wieder... Oh nein. Durch die richtige Tür gehen. Ich bin nicht gut im Gambeln. So, okay, ich gehe jetzt durch die... Warte. Chill doch mal, ich hab's noch nie mal ganz gesagt. Für die von euch, die meine Mr. Arkby-Serie geschaut haben, wird das hier eine bekannte Challenge. Drei Türen, eine darfst du passieren. Hinter einer befindet sich eine gute Waffe plus Munition. Hinter einer anderen ist eine schlechte Waffe. Und die letzte Tür ist eine Niete mit gar nichts. Das Ganze dann dreimal. Mit diesen Waffen wirst du dann gegen mich kämpfen. Also versuche, die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt muss ich versuchen, wie ein Mickey zu denken. Wie denkt denn ein Mickey? Ja, ich überlege gerade, wie denkt ein Mickey? Also entweder rechts oder links. Er wird wahrscheinlich nicht geradeaus gehen wollen. Oder doch? Ist vielleicht geradeaus? Nein, da ist die Niete. Ich sag, da ist die Niete. Gehen wir mal nach links. Ja, was haben wir hier drin? Nochmal. Ja, Primitive Pump Shotgun. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich wusste es! Ich habe wie Mickey gedacht. Dann musst du weiterhin noch zweimal wie Mickey denken jetzt. Okay, Mickey würde diese Shotgun nehmen und in den Himmel schießen. Du verbrauchst jetzt die Munition, die du später beim Kampf verbrauchst. Du hast recht. Aber ja, das wäre etwas, was ich wahrscheinlich machen würde. So, jetzt bin ich als auf jeden Fall Mickys Gedankengang näher gekommen. Also was Mickey nicht getan hätte, ist nochmal dieselbe Tür zu nehmen. Das glaube ich nicht. Then again, vielleicht doch. Nee. Genau für diesen Fall hat er da jetzt die Niete dahinter. Das heißt, wir gehen nach ganz rechts. Ja, hier ist was drin auf jeden Fall. Und zwar gar nichts, nein! Mickey hat's anders gedacht. Okay, ich sage, der Hauptpreis ist ganz rechts. Wenn da jetzt wieder nichts drin ist, ich raste aus. Als ob! Du hast zweimal die Niete hintereinander gemacht, was soll das? Yep. Okay, Omaki, das nächste wird interessant. Okami muss mir eine Zahl sagen. Jede repräsentiert eine Kreatur von der Island. Wenn er anhand der Dino-Beschreibung die Kreatur rät, darf er sie im Kampf gegen mich verwenden. Und das Ganze wieder dreimal. Du kannst dir eine Zahl aussuchen, zwischen 1 und 117. Okay, dann nehme ich die 42. Was zum... Okay, ich komme mit der Beschreibung. Nur in den tiefsten Tiefen der Gewässer, um die Insel zu finden, sind gefährliche und anpassungsfähige Gliederfüßer. Da sie gleichermaßen jagen wie Aas fressen, haben selten Schwierigkeiten, Nahrung zu finden, um sich zu ernähren, selbst am Grund des Ozeans. Die Bedrohung durch einen kommt nicht direkt von seiner rohen Stärke. Stattdessen kombiniert er ein hartes, defensives Exoskelett mit lähmendem Gift zu einer starken Wirkung. Der Stich eines verstärkt die Torpor und reduziert gleichzeitig die Ausdauer, wodurch der Gegner schnell kampfunfähig wird. Bitte was? Es ist ein Unterwasservieh, das Torpor gibt und ein Exoskelett hat. Bro, ich hab keine Ahnung. Ich gebe auf. Das sind Eurypteriden. Bitte was? Aber du kannst nochmal eine Nummer aussuchen. 107. Okay. Heute erlebte ich einen unvergesslichen Anblick, den extrem seltenen Im Wesentlichen ein wandelnder Berg, ist er ein absolut riesiger Sauropode, der über seinen ganzen Körper gepanzerte Platten aus Knochenvorsprüngen entwickelt hat. Zwischen diesen Platten und seiner unvergleichlichen Größe ist extrem schwer zu besiegen. Darüber hinaus scheint völlig immun gegen jegliche Art von Betäubungseffekten zu sein. Sie zerquetschen oft unbeabsichtigt Kreaturen in der Nähe mit jedem Schritt, den sie machen. Brauchst du noch weiter oder muss ich weiterlesen? Ist das ein Titano? Nee. Ja. Ja, doch, Titano. Oh, was? Junge, das ist so fucking OP. Du kannst noch einen kannst du noch wählen. 92. Okay. Ist eine unglaublich aggressive Unterart des Sie neigt dazu, in kleinen Jagdpacken zu reisen und greift kleinere Beute mit ihren scharfen Zähnen und vergrößerten Vorderkrallen an. Wenn sie in Rudeln jagen, kann der Rudelführer ein Signal abgeben, das als Kampfschrei dient. Das Rudel wird die Rufe wiederholen und mit viel größerer Intensität angreifen. Als eines der schnelleren Geschöpfe auf der Insel nutzt oft seine Rudelzahlen zu seinem Vorteil. Das Ding ist, ich bin mir mega unsicher. Also das mit der Vorderkralle ist halt ein bisschen weird. Es ist auf jeden Fall ein Raubtier, offensichtlich.
Mhm. Mir fällt halt nur das Offensichtliche ein. Die haben ja keine Rufe. Ja, mein erster Gedanke, wenn ich ehrlich, ist ein Raptor. Kong, Kong. Ich wusste nicht, dass der buffen kann. Ja, im Rudel. Die haben doch einen Rudelbuff. Dann hast du jetzt einen Raptor und einen Titan, oh Mann, Alter. Yes. What? Her damit. What? Damit wären die Vorbereitungen für Okamis Kampf abgeschlossen. Und Ladies und Gentlespechte, das ist die Arena. Hier willst du mit einem Titano fighten. Viel Spaß. Junge, ich hab nicht damit gerechnet, dass du einen Titano kriegst, um ehrlich zu sein. Junge, was vieles eine Ach, guck mal, der ist er ja schon. Ja. Hallo. Komm mal jetzt hier rauf. Was für Level hat denn der? To be honest, spielt das keine Rolle. Ja, okay. Okami konnte im Laufe des Videos einiges an Ausrüstung gewinnen. Nun muss er mich nur noch besiegen. Und seine Chancen stehen gut. Denn das hier ist meine Ausrüstung. Let's go! Das ist blöd. Oh nein! Nimm das, Freundchen! Ach, die Dinger hast du auch gefunden! Ja, na klar! Oh Leute, ich hab dich nicht mal getroffen. Nicht mal ansatzweise! Weißt du, wo ich bin? Ja. Als ob. Oha! Hey, hey, hey! Er greift einfach sofort an! Ich bin stuck! Oh no, 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 no! Bro, der geht sofort ab! Der Titano. Los, Titano, mach ihn fertig. Ein bisschen out of map. Bist du runtergefallen? Vielleicht. Ah doch, ich seh dich. Back hier, los, Titano, hinterher. Hinterher. Du kannst von unter Wasser schießen? Runter. But there's no way. Titano, beeil dich. Ah, du kannst unter Wasser. Nee, der Titano, Alter. Da geh ich nicht hin. Wo ist der? Wo ist der? Der fällt dir gleich auf den Kopf. Titano, mach was. Wo bist du überhaupt? Tja, ich bin wieder oben. Bist du gar nicht. Du bist noch im Wasser, ne? Du lügst. Du bist da ganz oben. Oha. Naja. Stirb. Ja, verziehst du dich, hä? Junge, 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 Junge. Titano, komm wieder her. Der Titano läuft einfach ganz entspannt. Der ist unten im Wasser. Der schwimmt nicht mal. Der läuft auf dem Grund. Okay, ich komm hoch. Er kommt mit dem Titano. Jo! Let's go. Das macht doch keinen Sinn, was ich hier mache. Was macht mein Raptor? Ist der überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Lass meinen Raptor in Ruhe. Vergiss es. Ich gehe und hol mir deinen Raptor. Ich bin halt ein bisschen langsamer als du. Aber das ist mir egal. Weg mit ihm. Jetzt bleib stehen. Weißt du da, was du vorhast? Du willst mich jetzt hier wegsnipen? Ah. Nee, tatsächlich. Komm doch. Hab ich verkackt. Nein. Nein. Das war nicht mich, Leute. Ich muss schnell weg. Schnell. Nicht schneller. Junge, da blutet der schon komplett. Stirb, Rex. David schießt da auch noch auf ihn. Stirb! Komm doch. Oh, Junge. Nein, mach den Wendekreis! Nein! Komm ab ins Nein. Wasser mit dir. Ich muss schwimmen, währenddessen du läufst. Ich hoffe einfach, dass du hier nicht drunter herpasst. Junge, aber er ist so clunky hier. Das ist die schlimmste Arena für Titano. Ja, smart, wenn du auf meine Platte raufkommst, actually. Junge, wie viel Leben hat dein Rex noch? Ich force-feed ihn gerade. Ich hoffe, es bringt nicht so viel. Einigen wir uns auf ein Unentschieden, oder was? Was? Nein, ich würde das easy gewinnen mit meinem Rex. Weil du ständig wegrennst! Was soll ich denn sonst machen? Ich brauche meine Strategie anders. Dein scheiß Wendekreis. Kriegst du Schaden? Der kriegt Schaden. Oh, das wäre auch meine Chance. Oh, nein, 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 nein. Bleib oben drauf, du Feigling! Niemals! Ich habe keine Muni mehr. Ich hab keine Stamina! Titano, nicht bewegen jetzt! Nicht bewegen jetzt! Komm, generiert deine Stamina schneller, Mann! Junge, der scheiß Wendekreis! Aua! Du kriegst doch sowieso kaum Schaden, Mann! Hallo, Titano! Als ob er hier so rumkommt. Oder ist... Leute, du hast ihn getötet, weil du draufgetrampelt bist. Das tut mir leid, das war ein Versehen. Kämpf doch mit deinem Raptor. Alter, ich trampel dich jetzt gleich nieder, wenn du so weiter freche Sprüche klopfst. Ah! Ja, dass dich nicht trifft. Ach. Ich komme hinterher, Freundchen. Junge, ich hab kein Stamina. Junge! Triffst du mich? Triffst du mich trotzdem? Nein! Nein! Ja! Nein! Stirb! Oh mein Gott, mein Rex! Wo willst du hin, Freundchen? Junge, ich darf erstmal Stamina tanken. Das dauert 100 Jahre. Ich weiß gar nicht, wo du bist.
Wie kannst du mich nicht sehen? Ich zertrete dich. Du kleiner Wicht. Du stirbst jetzt. Als ob du mich wirklich... Okay, ich bin tot, voll Damage. Das hast du nicht wirklich überlebt. Wie kannst du so viel Glück haben? Ich hab vergessen, dass du keinen Rasen an hast. Du siehst mich ja dann, ne? Bro, ich sehe dich so oder so, weil du Host bist. Die ganze Zeit schon. Oha, das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Nein. Bro, ich weiß die ganze Zeit, wo du bist. Oha, ich bin voll im Nachteil seit Anfang an. Oh Junge, hör mal auf. Was denn, mit 2 Schaden machen von der Distance? Junge, wenn der jetzt von dort aus hier rüberspringen kann... Ich dachte gerade, what are you doing? Oh, what? Verzieh dich von dort. Ich hab nur eine Chance. Nein! Nein! Komm doch! Ich bin einfach runtergefallen, statt zu jumpen. Los, hit me, yes! Nein! Immer noch. Wie kannst du noch leben? Bro! Wie kannst du noch leben? Nein! Wie kannst du das überleben, Bro? Junge, wie viel Leben hast du? Ich hab dich 3-mal gehittet oder so. Ja, meine Rüstung ist damit komplett kaputt gegangen und ich bin fast tot. Du hast doch nicht mal Broken Bones, Junge. Gerade so. Komm jetzt. Es ist vorbei, Miki. Du hast doch nicht mal mehr eine Rüstung. Ich brauch keine Rüstung. Alles, was du versuchst, wird vergebens sein. Ich glaube, meine Chancen stehen doch gar nicht mal so schlecht, oder? Du versuchst, auf meinen Sattel zu springen, aber das wird dir nichts bringen, Miki. Hört mal, mein Schwanz kommt jetzt in deine Richtung. Ja, genau sowas sag ich auch manchmal. Wie gefällt dir das? Ich sehe deinen fetten Schwanz. Junge, warum neigt er sich nicht? Jetzt. Yes! Und ist er tot? Nein, natürlich nein, nicht. Nein, was? Ich dachte, der würde dann sterben wegen Fall Damage. Ah, hier ist ein Todons! Wo bist du? Warum kann er dich nicht angreifen? Wo bist du überhaupt? Warum greift er nicht an? Da wir jetzt Freunde sind. Stirb, Miki! Oha! Yes! Nein! Ich war Stirb auf seinen Nacken noch drauf, als ob er mich von dort aus trifft. Ich dachte, ich wäre safe. Diesmal habe ich hier die Rüstung an. Ja, jetzt bin ich halt nackt wie Kaiser Lost. Aber, Omaki, du hast mich besiegt und der Bosskampf, wo ich ein Boss sein sollte, war es irgendwie du, der Boss. Der Bosskampf. Hiermit gewinnt Okami offiziell von mir den Titel Arc-Hero verliehen. Doch um den Heldenrang zu bestimmen, gab es geheime Voraussetzungen in jeder Challenge, die Okami leider nicht erfüllt hat. Keine davon. Weshalb der Rang leider am niedrigsten bleibt. Congratulations, Omaki, du bist ein getaufter Arcade des D-Rangs. Mit einem fucking Titanoman. Hey, und jetzt knall ich in den Kopf. Link zu Marki ist in der Beschreibung, auf jeden Fall schaut vorbei, da gibt's ganz viele damaligen Arc-Videos, es gibt, er hat 50 Channel, schaut euch die an. Ich verlinke alle. Ich verlinke alle. Bye bye, I'm leaving. Whoa.